Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Skyrim. Diese Folge habe ich mal nicht mit einem, mit meinem, wie immer, so angefangen. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Also, so nebenbei, ne? Versteht er ja hoffentlich so. Und ja, jetzt haben wir endlich mal einen Hirsch erlegt und ein großes Geweih in unsere Gewalt gebracht. Das werden wir jetzt voller Stolz erstmal zu Hause anbringen. Ich meine, das hat schon ein bisschen was gedauert. Ich glaube, jetzt fast 3 Folgen, bis wir endlich mal das lang ersehnte Geweih bekommen haben. Die gute Nachricht ist, wir haben jetzt eins. Die schlechte Nachricht ist, wir brauchen noch sehr, 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 sehr viel mehr. Das ist die schlechte Nachricht, Freunde. Aber da können wir nichts dran ändern. In Skyrim erstellen nicht wir die Spielregeln, sondern das macht mein Computer bzw. die Entwickler. Also, naja, das ist nun mal halt eben so beim Zocken. Wir müssen da durch, egal was kommt. Wir haben die Arschkarte gezogen. Haben mal Pech gehabt. So, die Waffen kann ich jetzt mal langsam wegstecken. Haben wir ein Pferd? Stimmt ja, wir haben ja sogar ein eigenes Pferd. Pferd von Allison Burger. Ey, kleines. Wir spielen ein Spiel. Wollt ihr mitspielen? Nee, leider nicht. Hab zu tun. Oh. Aber. Papa. La, ich hab was für dich. Was ist denn? Wie, ich hab nichts für sie? Hört auf, mich zu ärgern. Tut mir leid. War keine Absicht. Ich dachte, diese lustigen Gummibänder könnte ich dir geben. Deswegen habe ich dir extra geklaut, aber nein. Ist doch Kackes. Gut, einerseits, wenn ich dir alles geben könnte, so, ich glaube, so ein Zauberstab, so ein Zauberbumstel da. So ein Magierstab wäre bestimmt auch nicht so das richtige Spielzeug für ein kleines Kind. Aber die wohnen ja nicht bei mir, um hier Blödsinn zu machen, sondern. Nee. Ich habe wieder ein Zuhause und eine Familie. Ach Das ja, kann ich gar stimmt. nicht fassen. Hab Dank für alles. Lucia heißt die. Das ist ja lustig. Lucia. Hallo Lucia. Ich wohne gerne hier. Der See ist so schön. Machst denn du da? Braucht ihr etwas, Papa? Bis bald, Papa. Alter, die hatte nichts für uns dabei. Das ist ja blöd. Aber trotzdem ein schickes Kind hier. Ein hängender Elchkopf. Ah ja, und ein Schlachterfischbumsel hier. Also gut, was will man denn jetzt? Mal wenigstens den veredelten Mondstein. Ah, hier war das. Ein Quecksilberbarren. So, dann gehen wir jetzt mal alles dafür besorgen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen behalten können. Also, wir benötigen Eisenbarren. So, 2 Stück dürften reichen, hoffe ich mal. Glas, da war es, glaube ich, auch 2 Stück. Nee, eins war es. Aber Nägel waren ein paar mehr. So, ich hoffe, das war es, das Rezept in der richtigen Reihenfolge wegen der Anzahl jetzt. Ja, war's. Super. Ja, möchte ich. So, wo ist denn das jetzt? Wo ist mein Alchemielabor? Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Das ist da jetzt hingekommen? Ernsthaft? Lust auf ein Nordsprichwort? Man kennt eine Frau erst dann Ah. richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. Ah! Da ist ja. Gefunden. Gefunden. Boah. Wir können aber einiges herstellen. Ja, beenden wir es mal. Ah, was wir noch gerade machen könnten. Mal hier gucken. Am Kochtopf. Ob wir. Ach Gott, was gibt's? Ach Gott, oh Gott. Was es hier alles für Rezepte gibt. Kartoffelkohlsuppe. Kartoffelsuppe. Boah.
Muschelsuppe? Dafür brauchen wir also so einen Milchkrug und Butter. Ein Rindseintopf. Eine Tomatensuppe. Eine Wildbretteintopf. Wildbrettkotelett. Ah, das ist doch geil. Was es alles gibt. Ich bin immer wieder begeistert von diesem Spiel. Vier Schlachterfischschuppen. Da gab es gerade einen kleinen Bug. Moment, Leute, ich bin sofort wieder da. Ei, da bin ich wieder. Ich bin gerade ein bisschen verwundert. Tatsache, wir haben noch ernsthaft so viel hier rumstehen, was erledigt werden muss. Echt jetzt? Nee, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das geht doch gar nicht. Wo soll denn das bitte alles hin? Wo ist Regal? Vitrine und Regal. Das haben wir doch schon. Natürlich haben wir das auch schon alles hier. Da. Zum Beispiel. Ah, das hohe Regal. Wo das hohe Regal? Das hohe Regal steht hier. Ist doch alles da. Mega Bug. Na gut. Ich brauche das jetzt auf jeden Fall nicht. Das wäre Verschwendung. Das weiß sogar ich. Gucken wir nochmal hier drüber. Ach ja, haben wir ja schon geguckt. Also der Raum da hinten verarscht uns gerade mal wieder. Hier genauso. Hier genauso. Guckt euch das an! Was wir hier noch alles brauchen? Den Arkanverzauberer haben wir doch schon längst gebaut. Ah, komm, jetzt backt das Spiel rum, oder was? Ah, das glaube ich ja zumindest noch. Zwei Säbelzahnziegerreißzahn. Aber einen von. Na toll. Na toll, na toll, na toll. Also würde ich sagen, noch mehr Geweihe. Ach, kommt schon. Das geht doch. Hier geht's zumindest jetzt mal, ne? Ah, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal zwei Eisenbeschläge holen. Da können wir nämlich noch ein paar weitere Hörnchen machen. Also gut, wir benötigen zweimal Eisenbeschläge. Dann gucken wir nochmal gerade. Ja, Schatzi. Oh, wieder ist in die Ohren geflogen hier. Eisenbeschläge. Und Eisenbeschläge. Also, wir benötigen noch Eisen und Eisenbeschläge. Nein. Danke. Falsche Richtung. Also, Eisen und Eisenbeschläge. Wo haben wir da mal Eisenbarren? Ich glaube, ein Eisenbarren war es noch. Und Eisenbeschläge, ja, nehme ich alles mit. Und hier nehme ich dann auch nochmal. Sag ich mal, 6 Stück mit, denn da müssen wir ja jetzt neue machen. Eisenbeschläge. Brauchen wir jetzt ein paar neue, habe ich gehört. Mal Schmiedekunstsänger sogar noch aufgestiegen. Very, very nice. Das ist doch schon mal erfreulich. So, dann können wir nochmal Wandhalterungen hier machen. Es wird ja. Wo kommen die denn? Ah, Licht ist schon mal da. Ah, da. Ah, ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Licht ist doch immer die halbe Miete. Mein Kinder ist langweilig hier, das gefällt mir nicht so. Da muss ich mal als Vater mal was... Was? Ich Volltrottel.
Ich Vollpfosten. Ich brauche Eisen, Barren und habe jetzt alle verschmiedet. Na gut, dann habe ich wenigstens noch diese Hoffnung oder das Wissen, dass wir die Eisenbeschläge sicherlich irgendwann nochmal benötigen werden. So. Ein kleiner Kronleuchter, ja. Und ja. So, wir brauchen noch 3 Säbelzahntiger, Reißzähne. Das macht mir noch ein bisschen Angst jetzt, denn die zu erlegen. Also hier haben wir einen. Da haben wir so einen Kronleuchter. Ach, nee, die haben wir hier. Da haben wir einen. Und da haben wir einen. Genau. Ja, ihr braucht etwas? Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 8.49 Uhr. Erledige deine Aufgaben. Ja, Papa. Und dich schicken wir mal ins Bett schlafen. Jetzt ist Schlafenszeit, Runa. Aber es ist doch noch nicht mal dunkel. Na und? Runa. Ja, Papa. Ab ins Bett. Ach Gott, Kindchen, nein. Hörst du wohl auf, hier zu fegen? Ja, Papa. Du bist doch nicht meine Putze. Dann werde ich hier noch angeklagt wegen Kinderarbeit und so. Also ehrlich, Leute. Backst du hier fest, oder was? Guck mal, du bist ein Back. Haha, du bist ein Back, Opfer. Ah, doch nicht mehr. So, Kinders, gute Nacht. Schlaft schön. Ihr braucht auch mal eure Ruhe. Und der Papa geht jetzt auch mal schlafen. Wie lange soll ich mich ausruhen? Ja, machen wir mal. Machen wir mal so pipapo 5 Stunden. Wir sind ja Vampir. Wir können auch nachts arbeiten. Und wir, meine Kinder, stehen jetzt auf. Dann muss ich die wieder ins Bett schicken. Oh, was geht denn jetzt ab? Ach du Scheiße, was ist denn? Ach du Kacke. Ey, das ist aber eine schicke Person. Geschlafen? Wenn du mir verrätst, wo ich bin. Ist das wirklich wichtig? Ja, eigentlich schon. Im Warmen und im Trocknen und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Greloth sagen kann, hm? Greloth, wer war Greloth? Ach, das war die Tante vom Waisenheim, die wir ermorden mussten für die dunkle Bruderschaft. Halb Himmelsrand weiß davon. Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird, so etwas spricht sich normalerweise herum. Bitte versteht mich nicht falsch, es war saubere Arbeit. Das alte Weib hat es nicht anders verdient. Und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Sträuche gerettet. Es gibt da aber eine von denen ist meine Tochter. Problem. Ja? Seht ihr, dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht. Nach mir und meinen Verbündeten. Oh. Greloth, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft, ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Ein Mord, den ihr zurückzahlen müsst. Oh. Na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie abgeholt von... Kann ich gerade nicht, Leute. Das ist nicht wirklich wichtig. Das hier und jetzt. Ihr müsst wissen, das trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen und den Anblick bewundern. In Ordnung, ich mach's, ich werde einen von ihnen töten. Seht ihr, ich wusste doch, wir würden das wie zivilisierte Leute reden. Na, zivilisiert ist anders, aber... Muss auch beglichen werden. Ihr versteht das. In der Tat, du hast recht. Dann macht euch an die Arbeit. Wählt euren Gast und schickt den armen Teufel in die Leere. Ja. Ich gebe euch den Schlüssel zu dieser Hütte. Und ihr macht euch auf den Weg.
Ach Gott, das ist ja eine richtige Exekution jetzt. Oh mein Gott. Ach komm, befassen wir uns mal mit der Hauptsache hier. Wer muss sterben? Ich kann euch da draußen sprechen hören. Bitte, hat das mit dem Raubzug letzte Woche zu tun? Ich habe Holgrim gesagt, es liege keine Ehre darin, schlafende Männer zu töten, aber er wollte nicht hören. Es war nicht meine Schuld, ich schwöre es. Du stirbst, du babbelst mir zu viel. Sorry. Eine Hinrichtungskapuze? Oh, geil, die will ich haben. Ach, so sieht er also aus. Na gut, das ist ein Pech. Oh, der winselnde Nord, was? Ja, ich verstehe schon, warum ihr euch für ihn entschieden habt. Interessante Wahl. Ich will mal gerade was ausprobieren. Deswegen speichere ich auch. Sorry, Leute. Vertretet uns gut, Bruder. Wie ich so schön sage, Zeugen kann man nicht gebrauchen. Gerne meinen Pfeil wieder. Nein, halt eben nicht. Gut, dann sind jetzt halt eben alle drei gestorben. So ein Pech. Leere Truhe. Hier ist ja alles leer. Bullshit. Aber wie ich mich erinnere, wollten wir doch gar nicht hierher. Was? Schau, schau. Da ist jemand. Oh, nein, nein, nein. Versteht ihr denn? Natürlich. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen, Ach, wie der süß. dunklen Bruderschaft. Das ist geil. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Ihr liegt gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet: Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen und euer neues Leben beginnt. Wir sehen uns zu Hause. Still, mein Bruder, das müssen wir uns mal merken. Ah, jetzt kann man hier endlich raus. Ich will aber nicht zur dunklen Bruderschaft. Ich habe mich gerade um meine Kinders zu kümmern. Mann, 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 Mann. Als Papa hat man nämlich auch ein paar Aufgaben wahrzunehmen. So als Papa. Wann haben wir eigentlich diese Aufnahme angefangen? Vor 20 Minuten wieder? Ich weiß es nicht. Ich sehe einen Hirsch. Ich sehe zwei Hirsche. Wir haben Nacht. Ich weiß jetzt aber, was ich mache. In den Arsch! Der andere ist da. Ja, natürlich, der haut ab. Ach, da haben wir jetzt noch einen Hirsch in den Popo geschossen. Wie amüsant. Ja, natürlich, kein großes Geweih. Der hat aber auch gar kein großes Geweih, muss ich sagen. Der hat gar kein großes Geweih. Diese großen Geweihe, die wir da einsammeln, die sind viel größer. Nee, komm, muss nicht sein. Eigentlich wollte ich ja nur noch hier gerade diesen Hirsch ausbeuten. Und jetzt nicht noch irgendwelchen.
Stressanfang, aber gut, wenn diese Frostspinnen drauf bestehen. Ach Gott, boah. Das soll jetzt ein Witz sein, oder? Bat, guck mal, das passiert jetzt auch mit dir, du dummes Ding. Guck mal, das hat er davon, wenn du dich mit den Falschen anlegst. Die hat Gold dabei? Ah, ist eine reiche Spinne gewesen. So, wo ist denn jetzt die zweite hin? Oh. Oh, da sehe ich aber wohl nicht richtig, oder? Ein Droger. Heilige Zeugin und ein Eisenschwert. Mein lieber Scholli. Sind die ineinander? Tatsache. Tatsache, ich komme nur nie eine ran. Egal. Wir kehren... Wo kehren wir denn jetzt hin? Ich glaube, nach Hause wäre ganz gut. Wir sind nämlich, soweit ich weiß, noch komplett überladen. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Material loswerden. Sonst haben wir kaum große Möglichkeiten, auch nur irgendetwas auf die Beine zu stellen. Aber ja, Leute, die Folge wird jetzt rum sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Tschüss.